Hallo und herzlich willkommen zum Inspirationsvideo 41 vom Kommunikationstango. Die Folge 41 richtet sich ja an Frauen, die in das Berufsleben einsteigen wollen oder deren ja, Beginn ihres Berufslebens kurz bevorsteht. Ich teile da mit dir fünf Tipps unter dem Motto: Der Countdown läuft, wie du den Einstieg ins Berufsleben erfolgreich meisterst. Und ein Punkt davon, der mir sehr wichtig ist, nämlich ist, Kontakte zu knüpfen und dein Netzwerk aufzubauen. Und mit diesem Video will ich dir noch drei Tipps mitgeben, die du bitte nicht machst, wenn du dein Netzwerk aufbauen willst, also sogenannte No-Gos. Und mein Erfolgstipp Nummer 1 ist, dass du, wenn du netzwerkst, wenn du also neu dabei bist, dass du nicht zuhörst, dass du nicht Interesse am anderen zeigst, sondern die ganze Zeit von dir sprichst. Das ist also etwas, was ich nicht empfehle. Punkt 2 ist, zu nehmen, ohne zu geben. Also du nutzt die Kontakte deines Gesprächspartners, du fragst da, ob er dir in bestimmten Bereichen weiterhelfen kann, aber du interessierst dich nicht dafür, was du dem anderen bieten kannst. Und mein dritter Tipp für Netzwerken ist, besonders wenn du es mit Männern zu tun hast, halte es kurz und knapp. Also, wenn du von dir erzählst oder wenn du dich vorstellst, komme auf den Punkt. Also, das ist auch eine Sache, die nicht gut ankommt in Netzwerkgesprächen, wo es ja um Smalltalk und so den ersten Kontaktaufbau geht, wenn du dann schwafelst, wenn du nicht auf den Punkt kommst. Von daher nochmal kurz zusammengefasst, zum einen, No-Gos beim Netzwerken sind zu viel Eigenwerbung, nicht auf den Punkt zu kommen und zu nehmen, ohne zu geben. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken und du weißt ja, Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Ciao, ciao aus Berlin.